Heute gibt es die konkreten Kriterien für jegliche mündliche Mitarbeit in der Oberstufe. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und wenn es ein Thema der letzten Wochen gibt, was ich mit am meisten in DMs und in Kommentaren und was weiß ich alles gehört habe, sind diese bescheuerten mündlichen Mitarbeitsnoten. Mein Lehrer gibt mir niemals 15 Punkte. Ich kann maximal 12 Punkte bei meinem Geschichtslehrer haben. Leute, egal welcher Lehrer es ist, der hat sich an ganz bestimmte offizielle Kriterien zu halten. Und ja, es gibt immer ein paar Idioten, die ihren eigenen Scheiß machen. Und an den kann man wahrscheinlich auch nicht ändern, da muss man sich einfach irgendwie versuchen anzupassen und das irgendwie so zu gestalten, dass man eben den Maßstäben gerecht wird. Aber für 99% der Lehrer gelten die folgenden Sachen, die ich jetzt mit euch teile. Und wenn ihr aber vor allem diese Maßstäbe euch mal anhört, diese Kriterien, werdet ihr auch verstehen, warum sich der ein oder andere über 11 oder auch 8 Punkte in der Mitarbeit absolut nicht beschweren darf. Anstatt von gegliederten Tipps von 1 bis 5 gehen wir diesmal einfach von unten von der Notenskala nach ganz, ganz oben hin. Deswegen, wir fangen an bei 0 Punkten, was ja der 6 entsprechen würde. Das bedeutet einfach, du hast wirklich kaum bzw. gar keine Kenntnisse in dem Fach und du meldest dich nie, meistens oder eigentlich noch nicht mal auf Nachfrage. Da merkt ihr auch schon, das wird im Prinzip bei der Mitarbeit immer auf zwei Arten und Weisen benotet. Das heißt, auf der einen Seite wird geschaut, wie gut ist deine Qualität, also wie gut ist das, was du sagst. Und zweitens die Quantität, wie oft sagst du es. Und das ist bei 6 bzw. bei 0 Punkten eigentlich beides bei 0%. Dann kommen wir zur 5, also den 1 bis 3 Punkten. Und da ist es wie folgt geschrieben: starke, lückenhafte Kenntnisse von der Qualität her von dem, was du sagst, und seltene Mitarbeit, meistens müsse immer nur nach Aufforderung. Sprich, wenn du eigentlich fast gar nichts Sinnvolles sagen kannst und dich auch fast nie meldest, eine Lehrer dich fast immer aufrufen muss, wenn du dann überhaupt mal was sagst, dann bist du im 5er-Bereich, also zwischen 1 und 3 Punkten. Dann gehen wir weiter in den 4er-Bereich, 4 bis 6 Punkte, und da steht hier geschrieben, teils lückenhafte Kenntnisse, ja, das heißt, du hast schon einiges drauf, aber es sind einfach noch deutlich Lücken drinnen, unregelmäßige Mitarbeit, teils nur nach Aufforderung. Sprich, da wird auch gleich sofort unterschieden, was, glaube ich, die meisten von euch auch nicht im Blick sozusagen haben, dass es eben nicht nur darum geht, wie oft du dich allgemein meldest oder wie viel du allgemein sagst, sondern auch, ob du dich selbst gemeldet hast oder aufgerufen wirst. Großer, großer, großer Unterschied. Jetzt kommen wir in den spannenden Bereich, wo ihr auch merken werdet, wie wahr das am Anfang ist, wo ich euch im Vorhinein am Anfang des Videos schon gewarnt hatte. Und zwar, jetzt gehen wir in den 3-Punkte-Bereich. 6 bis 8 Punkte. Hier steht, allgemein auch unabhängig von Qualität und Quantität, einfach übergreifend formuliert, die Leistung entspricht den Anforderungen im Allgemeinen. Ja, allein wenn ihr das schon hört, mussten bei euch Alarmleuchten angehen, weil wir sind im 3er-Bereich. Und die Leistungen entsprechen Anforderungen im Allgemeinen. Sprich, du kannst dich nur sagen, oh, eigentlich mache ich ganz gut mit, warum habe ich dann keine 14 Punkte? Oder warum habe ich keine 12 Punkte? Ja, weil die Leistungen, du zeigst, den Anforderungen nur im Allgemeinen entsprechen. Dann bist du im 3er-Bereich. Ja? Dann hast du halt einfach zum Beispiel 8 Punkte. Bezug auf die Qualität ist im 3er-Bereich zufriedenstellende Kenntnisse. Versteht ihr das? Zufriedenstellende Kenntnisse. Sprich, wenn du sagst, hey, ich sag doch eigentlich alles richtig so, das passt doch eigentlich alles. Super, super. Aber es sind keine 15 Punkte, es sind 8. Okay, es sind einfach 8 Punkte. Dann auch bei der Quantität, grundsätzliche Mitarbeit in allen Stunden. Ich glaube, viele von euch dachten sich, das, was bei 3 steht, war für euch die 1. So ist es aber einfach nicht. Sprich, wenn du sagst, wenn du grundsätzlich immer was Richtiges in jeder Stunde sagst, bist du nicht bei 14, 13, 12, du bist bei 8. 7, 9, in dem Dreh. Und jetzt wird es richtig, richtig spannend, weil die meisten von euch fragen sich, ja okay, was soll denn im 2er- und 1er-Bereich, das ist ja vollkommen krank. Pass auf, ich lese es euch vor. 2er-Bereich, 10 bis 12 Punkte. Übergreifend gesprochen, die Leistung entspricht den Anforderungen voll. Wir sind nicht im 1er-Bereich, im 2er-Bereich. Wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht, du einfach das Richtige sagst, bist du im 2er-Bereich. In Bezug auf die Qualität, gute Kenntnisse, weiterführend und flüssige Formulierung. Natürlich auch in allen Stunden, das sollte logisch sein. Das heißt, ab dem 2er- und 1er-Bereich geht es gar nicht mehr viel um die Quantität, weil die Quantität ist allein für den 3er-Bereich schon auf 100%, was heißt 100%, aber du arbeitest zumindest in jeder Stunde gut mit. Das heißt, hier geht es dann wirklich nur darum,
wie hochqualitativ ist das, was du sagst. Und dafür brauchst du gute Kenntnisse, das heißt, du musst dich richtig gut einfach auskennen im Stoff, weiterführend. Das bedeutet, dass du eben nicht nur den Schulstoff gut verstehst, sondern auch darüber hinaus einfach ein paar Referenzen zu anderen Dingen im Leben machst, vielleicht in der Doku mal was gehört hast, was weiß ich einfach, dass du mit den Dingen gut arbeiten kannst und vor allem eine flüssige Formulierung. Sprich, es ist dann nicht, dann ist es quasi schon fast egal, wie oft du sagst, weil soll es eigentlich in jeder Stunde das sein, es ist fast schon egal, wie gut die Dinge sind, wie du sagst, weil die sollten top sein. Es geht dann auch schon darum, dass du flüssig formulierst. Und das im Zweierbereich. Wir sprechen hier von 10, 11 oder 12 Punkten. Und jetzt die Bewertung, auf die alle von euch gewartet haben. Für die 1 spricht 13 bis vielleicht sogar 15 Punkte. Allgemein gesprochen, die Leistungen entsprechen den Anforderungen in besonderem Maße. Auch da Quantität, klar, wieder jede Stunde, vollkommen logisch. Sehr gute Kenntnisse, jetzt eben Qualität. Stets weiterführend und vor allem eigenständige Arbeit mit komplexen Sachverhalten. Da merkt ihr auch, warum Lehrer zu Recht, ja, manche Lehrer, ich hatte nur ein oder zwei Mal so einen Lehrer, die sagen, 15 Punkte gibt es bei mir nicht. Die sind damit grundsätzlich im Recht, weil was nach diesen Kriterien ja wirklich 15 Punkte bedeuten, du kennst dich brillant darin aus, alles was du sagst, schaffst du sofort irgendwie auch im größeren Zusammenhang zu sehen, du hast weiterführendes Wissen und vor allem, du kannst, egal wie komplex das Ganze wird, selbstständig, ohne fremde Hilfe im Prinzip, dadurch navigieren. Und das können einfach die wenigsten, weil die meisten, das ist jetzt eben auch der entscheidende Punkt, den ihr aus dem Video hier raus haben sollt, die meisten Leute sagen immer, wow, aber ich sag doch was Richtiges. Wenn wir was Richtiges sagen, sind wir im Dreierbereich. Okay, es ist halt einfach die Oberstufe. Es ist kein Hexenwerk, es ist absolut kein Hexenwerk. Aber es ist halt die Oberstufe. Da reicht halt nur mal was Richtiges gesagt zu haben, nicht irgendwie für 13, 14 Punkte. Gleichzeitig wollte ich euch aber vor allem dieses Video, diese Kriterien auch mit euch teilen, damit ihr wirklich mal versteht, okay, man kann 13, 14, 15 Punkte erreichen. Auch bei den Lehrern, die sagen, sie geben das nicht her. Die Leute sagen das deswegen, weil es halt wirklich extrem krass viel von euch erfordert. Zum Beispiel meine Wirtschaftslehrerin, die war da extrem pingelig an jedem Punkt. Aber ich, und das möchte ich für jeden Einzelnen von euch, ich, und das erwarte ich auch von Abiturleuten, Leute, ganz ehrlich, das ist echt das Video, wo ich mal ein bisschen strenger mit euch sprechen muss, weil das erwarte ich von euch, dass ihr in so einem Moment dann nicht sagt, oh ja, das ist aber so unfair und warum ist es so hoch und dann, nein, du bist ein Abiturathlet, ich habe es damals auch so gemacht, hey, wenn die eben so hohe Ansprüche stellt, dann passe ich mich diesen Ansprüchen eben an, dann wachse ich eben dahin, dann achte ich halt darauf, dass ich extrem gut formuliere, dann lese ich halt ein bisschen was im Buch, dann interessiere ich mich ehrlich dafür, dann melde ich mich halt nicht bei jeder einfachen Antwort, sondern bereite es so gut vor, dass ich mich vor allem bei den schwierigen Fragen melden kann, da was auch sagen kann, was nicht jeder Idiot, ohne böse zu sein, im Klassenzimmer hätte sagen können, sondern was, wo sie meinen, ah, gut, dass es der Leo gesagt hat, gut, dass es die Sarah gesagt hat, weil sonst wäre sonst niemand draufgekommen. Und darauf kommt es an. Aber wenn ihr das versteht, könnt ihr es eben auch erreichen. Deswegen packt diese Blockade im Sinne von 15 Punkte gehen nicht aus eurem Kopf raus. Hört auf, euch zu beschweren. Werdet besser, seid ein Abiturlied und dann rocken wir es, okay? In diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.